Hier gibt es bestimmt irgendwo. Gehen wir einfach mal höhlenwärts, sobald wir hier was finden. Boah. Uiuiuiui. Was ist das? 8 Frames. 7. Und wir gucken in die... Also wir müssen die Höhle irgendwo in der Richtung da... Ach, Moment. Warte mal. Konnte ich hier nicht irgendwo... Hier war doch unterirdisch direkt was, oder? Moment. Klar, hier ging es so unten rein. So. Ah, nee. Na, Moment. Hier waren wir auch schon mal. Hier waren wir doch auch schon mal. Ich erinnere mich, weil hier habe ich mich nämlich irgendwie abgegrenzt. Oh, schon wieder. Ich kann... In die Richtung kann ich eh nicht. Ich kann nur in die Richtung gehen. Was ist denn das für ein Murks? Hier waren wir doch auch schon mal. Ach nee, das ist... Puh. Zombie? Hier waren wir... Ach mal. Hier waren wir auch schon mal. Und haben wir eigentlich... Kein Glück gehabt. Moment. Sonst seht ihr hier nichts. Oh, hier geht es schon wieder in die Richtung, wo es... Hä? Ach, guck an. Ein Waffenshop. Wir haben ja einen unterirdischen Waffenshop gefunden. Das ist ja... unterirdisch habe ich die Dinger noch nie gehabt. So. Jetzt muss ich aufpassen. Und zwar, ich glaube... Warte mal. Weil hier... Sind die immer noch buggy? Weil eigentlich... Weil eigentlich soll das ja so grundsätzlich... Ach, da war die Redstone-Fackel. Eine Falle sein, wenn du dann nämlich abbaust, dass das Ding dann hochgeht. Ach, die Kiste ist leer. Nö, hier von der anderen Seite bin ich hier noch nie reingekommen, oder? Dann den TNT-Block können wir uns mal mit... Boah. Okay, ich habe zuerst... Hallo? Ich habe zuerst gedacht, das wäre vielleicht ein Dungeon. Also, ein Spawner, ein Mob-Spawner da hier. Und, nee. Wie wir ja alle mitgeregt haben, war es das nicht. So, jetzt müssen wir... Hier haben wir ein bisschen Kohle. Aber... So. Dass ich den damals über... Ach so, nee, hier bin ich ja gar nicht hochgegangen. Deswegen habe ich den nie gefunden. Aber sonst war ja eh leer. Genialerweise. So ein Mist. Aber ich glaube... Wie tief waren wir denn hier in der Höhle? Ach, das ist da auch doof, wenn wir hier schon drin waren. Ich wollte eigentlich eine neue finden. Ach. Gibt's hier nicht irgendwo? Mann, ich habe immer mal ab und zu mal so andere Karten angeschmissen. Also, da war es dann immer so, dass ich in der Nähe vom Anfangsgebiet direkt einen Spawner hatte. Sag schon, ein Dingens hatte. So eine Schlucht. So ein Ravine. Ja, eine Schlucht hatte ich da immer. Und... Das war dann immer gleich ganz cool. Da kommst du ja direkt runtergehen. Da bist du ja dann schon auf einer gewissen Höhe. Jetzt muss ich gerade mal wieder gucken, wo war... Viele Frames, wenig Frames. Viele Frames, wenig Frames. Viele Frames. Ja, das geht aber ganz normal zurück zu unserem Bauernhaus. Also, auch voll. Außerdem... Ach, Mensch. Ich würde sagen, wir reiten eine Runde, ne? Ah, ich habe die Fische rausgetan. Mist. Hier sind natürlich Katzen. Das ist... Hier sind natürlich Ocelots. Ocelots. So, Blackie. Komm her. Ja, komm, raus. Mensch, danke. So. Das mit dem Reiten hat sich soeben erledigt. Hallo? Achso, deswegen. Hat der gerade dumm getan? Also sehen, wo wir rauskommen. Wir graben uns hier ganz gediegen nach unten und wir... Nein. Ist das Pferd hier runtergefallen? Dann kriege ich hier dann nie wieder raus. Ich meine, gut, das ist ja eh immer in der Gegend rumgerannt. Von daher ist das jetzt nicht so wertvoll, aber... Ach ja, das rege ich mich eigentlich auf. Ist egal. Ich hätte auch den Eimer hier runterschmeißen können. Dann hätte ich hier runterschwimmen können. Was ist denn das? Nee, oder?
Das ist hier einfach mal nix, oder was? Das ist ja wohl ein Witz. Och, Menno, das ist zwar optisch sehr, sehr schön gehalten, aber bringt mich jetzt gerade spielerisch überhaupt nicht weiter. Da hat das auch immer. Dann holen wir uns hier noch das Zeug wenigstens raus. Hier geht's los, wo weiter? Das ist ja. Haben wir noch ein paar Fossile? Ist hier echt nix, null, ne? Hallo? Kohle, ja, das ist jetzt nicht so der Rohstoff, auf den ich total heiß bin. Meine Güte, hier ist doch. Ach, ich habe irgendwie. Ich habe schon ein paar Mal so gesagt, das Gefühl, dass mich Minecraft ja bösartig verarscht. Und dieses Gefühl bestätigt sich hier gerade wieder. Na, was essen? So, reiten können wir jetzt ja auch vergessen, weil das Pferd da unten ja festhängt. Weil bis ich da mit dem hier hochgehobt bin und da muss ich alles breiter machen und was weiß ich nicht alles, lass ich es lieber da unten in der Grube. Pferdchen in der Grube saß da und schlief. Und da geht's schon wieder runter. Da ist hoffentlich eine neue Höhle. Oh Gott, das reimt sich gar nicht. So, Spinne ist egal. Oder ist die Dolle im Schatten? So wie die angerannt kommt, ist die im Schatten gewesen. Nein, lass mich hier raus. Ah! Hau ab! Auf Spinnen würde ich auch gerne reiten können. Das wäre cool, so die Wände lang und sowas. Ne? Gibt es bestimmt auch mal für. Ah, hier haben wir doch, was ich gesucht habe. Das ist super. Bin ich hier noch nie drüber gestolpert? Hm. Interessant. Habe ich eine Schere? Nö. Na dann, würde ich sagen. Schwupp. Na unten. Er wächst sogar am Baum. Und ein Huhn hat ein Ei gelegt. So. Mein Wasserfall ist... Hey, oh Gott. Oh. Alter. Ja, der Wasserfall ist super für hoch und runter. Also für runter natürlich besser als hoch. Aber... Ich möchte ihn gern ein wenig begrenzt wissen. Und zwar so. Da unten war Eisen, dort ist Kohle, dort ist nochmal Eisen und hier geht's in die Höhle rein. Komm her. Zombie. So, dann schauen wir doch mal. Hopp. Ach, Mensch. Na, sieh mal einer an. Hier geht's direkt in den nächsten. Da habe ich gerade gesagt, Minecraft verarscht mich. Nee, macht's nie. Schön. Hier ist dann mal ein bisschen bessere Ausbeute, deswegen gehe ich da direkt mal weg. Oh, hä? Wo kommt ihr alle her? Ja, dort haben wir noch eine. Das ist schön. Das ist sehr schön. Ich gucke erstmal hier oben so ein klein wenig mal hin und her. Ach, ist das schön. Ah, dass die Spinnen, dass es hier so viele. Dass es hier so viele Spinnen. Texturen gibt in dem Pack. Oder aus den beiden Packs zusammen. Ah, deswegen. Mensch. Sachen gibt's. Das finde ich auch super. Hätte ich mich vielleicht schnell mal ins Wasser stellen können, aber das drückt mich da ja eher raus. Und direkt schon wieder einen Spawner gefunden. Schön. An und für sich so. Moment. So. Und es ist ein Spinnen-Spawner, deswegen Brot kann ich gebrauchen und daraus mache ich mir auch nochmal Brot. Hopp! So.
Muss aber. Bei Ulms haben die nie vorbeigetroffen. So, komm. Achso, das Wasser werde ich hier gleich mal auch eindämmen, dann so ein bisschen. Oder dort vorne einfach die Quelle verschließen. So, jetzt, ich wollte hier eigentlich nur ein bisschen Zeug reintun, was ich so jetzt erstmal. Ich brauche das Schwarzpulver, brauche ich jetzt eh erstmal nie. Die Strings, da habe ich auch mehr als genug. Sandstein brauche ich nie. Das TNT behalte ich mal. Knochen brauchen wir auch nicht. Das Zeug behalten wir natürlich. Wo kommen die her? Komm schon. Okay, also das ist echt nervig. Also die Ratten. Die nerven mich bösartig. So, da hinten ging es eh nie weiter. Das haben wir dann damit also abgefrühstückt. Und jetzt gehen wir dann doch mal hier unten lang. Hey, gleich wieder die nächste Schlucht. Das ist cool. Jetzt will ich nur noch. Also was halt nur noch diese obligatorischen Räume hier immer. Jetzt würde ich gerne noch nur so ein richtiges Minensystem finden. Da sind wir ja bis jetzt auch ein bisschen zu kurz gekommen, wie ich finde. Und dann, ja, wir müssen eigentlich noch wesentlich tiefer, oder? Ja, doch, nee, wir müssen noch um einiges tiefer, um hier mal brauchbar auf Diamanten zu kommen. Auf Diamantenniveau. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier, hier, hier. Ach, ich muss. Ich werde mal eine Aufnahmepause machen und dann werde ich mal gucken. Ach so, nee, ach. Die Melodie, die passt natürlich überhaupt nicht dazu. Die Musik, die hier im Hintergrund düdelt, das geht natürlich eigentlich gar nicht für Höhle und sowas. Meine Höhlen-Playlist ist nur leider immer noch nie so riesig, dass ich das, das würde sich dann echt bei einer Aufnahme hier so widerspiegeln, dass man dann aller, weiß ich nicht, ich glaube 10 Lieder, also es sind glaube ich nur 10 Lieder, die sich da nervtötenderweise andauernd wiederholen würden. Und das ist echt, was ist denn hier? Ich höre schon wieder ein Schaf, wir sind viel zu weit oben. Also viel zu. Na gut, wir gehen ja hier auch so mehr nach oben. Wo kann man hier rauchen? Das ist jetzt doch interessant wohl. Haufen Fossilzeug, das ist eigentlich grundsätzlich sehr gut. Nur Fossilzeug ist halt so, das klumpt uns im Nu. Wie das Inventar voll, aber ich nehme es jetzt trotzdem mal mit. Wo war es denn jetzt? Achso, hier. Schädel sind auch ganz wichtig. Also. Nein. Ach, selbst die Bilder brauche ich jetzt nie so unbedingt. Das ist doch was. So, 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 so. Ach ja, ich müsste mir auch mal. Genau, Kühe. Ich brauche ja auch Kühe. Kühe muss ich mir mal fangen wegen Milch. Also, dass ich immer eine Kuh ab, wo ich mal mit einem Eimer gegen kloppen kann, dass ich einen Eimer Milch habe, wenn das wirklich so stimmt mit dem. Da oben geht's noch lang. Mit dem Zuchttank, dass da ein Eimer Milch für ein Ei. Das wäre natürlich optimal. Das wäre ja. Das wäre super. So. Hier. Und da. Hier geht's mir so. Hier. So, hier. Und hier. Ei! Oh! Schön! Was sie hier nicht alles haben. Mensch. So, mal kurz hier essen, dass Heilung ununterbrochen aktiviert ist. Und wir ununterbrochen rennen können. Da geht's auch noch. Eieieiei. Ach, ist das schön. Cool. Also, Moment. Wir gehen jetzt erstmal hier wieder zurück. Ja, genau. Hier lang. Und dann muss ich mir mal, ja genau, dann muss ich mir auf jeden Fall, werde ich mir ein System noch mit ausdenken, wo ich hier mal mir einen Weg, einen Rückweg auf jeden Fall markiere. Am besten mit Kombination Cobblestones und eine Fackel, die in die Richtung zeigt, wo ich hergekommen bin. Irgendwie sowas, weil sonst finden wir dann hier nie wieder raus. Und wir brauchen natürlich, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, hier kommen wir her. Hier waren
wir hier. Hier kommen wir nämlich rüber, genau. Da müssen wir dann nämlich auch schon hier anfangen, dass wir dann auch wieder hier an Ausgang zurückkommen, der sich hier befindet. Genau. Ratte! Kann man hier ja auch wieder so ein kleines Zwischenlager errichten. Oder was heißt schon wieder? So viele Zwischenlager haben wir ja gar nicht errichtet. Hier geht es eigentlich nur um vielleicht ein Bettchen und Kisten. Und die Kisten, die können wir dann erstmal hier so stehen lassen, weil das kann man dann später alles mit der, wenn wir dann Enderkisten mit der nächsten Version herstellen können, können wir das ja viel einfacher hin und her transportieren. Also, oder was heißt viel einfacher, das Doppelte, die doppelte Menge halt. Oder ich hole mir auch nochmal diesen Rucksack-Mod vielleicht. Der sollte hoffentlich relativ problemlos sich einfügen in meine Mods hier von der Sache her. Der tut dieses eine Item und das eine Crafting-Rezept. Das Item müsste ich ja rein theoretisch problemlos, falls es mit der ID Probleme gibt, ändern können. Na, das sollte machbar sein. Doch, das sollte vielleicht machbar sein. So. Dann mache ich mal hier eine Aufnahmepause jetzt gleich. Hier oben sind wir ja einfach mal rumgerannt. Warte mal, hier kann ich ja mal ausleuchten, dass hier nicht so viel Zeug rumkommt. Cool, jetzt haben wir gleich eine Mine und da ist gleich eine Mine. Ach, hier war Wasser, genau. Deswegen war dort. Und da ist dann auch gleich eine Mine. Und dann kann man zum Hochklettern eigentlich hier, wenn wir dann einen Ofen haben und alles, können wir dann zum Hochklettern so eine Ranke da oben anbringen, in der Hoffnung, dass die müsste dann ja hier irgendwo runter. Achso, Moment, ich kann mich. Oder mal, kann ich, wenn ich. Nee. Ich kann mich so. Doch, klar. Die kann dann einfach hier daneben runterhängen. Ach nee, die muss an der Wand hängen, damit ich mich dran hoch. Genau, das war ja für hoch, nicht für runter. Überhaupt kein Problem. Hopp. So. Das ist ein relativ schneller Weg nach unten und dort packen wir oben eine Ranke ran, damit wir schnell nach oben kommen. Oder schneller nach oben kommen und dann ist alles supi. Dann ist gut. So, und dann passt das schon. So, dann gehe ich mal. Holz habe ich natürlich überhaupt nichts. Hä? Nie? Hallo? Na also, Schädellaterne. Ich beobachte dich. So, an der Stelle mache ich meine Aufnahmepause. Rendern und mal hochladen. Dann geht es erstmal weiter, wie gesagt. Und dann werden wir wohl hier nochmal doch in der Höhle uns ein bisschen rumtreiben und gucken, ob wir Diamanten finden. Ich würde das natürlich nicht sonst wie weit in die Länge ziehen. Mit Höhlenfolgen müssen wir mal schauen, aber wir brauchen ja auf jeden Fall Rohstoffe. Und mal gucken, vielleicht haben wir ja auch Glück, dass relativ schnell geupdatet wird. Oder was heißt relativ schnell? Relativ zeitnah. Ach, mein Kaffee ist kalt. Habe ich mir ja am Anfang Kaffee hingestellt und jetzt. Bäh. Eiskalt. Direkt erstmal in die Mikrowelle. Ja, dass dann in naher Zukunft hoffentlich der Mod geupdatet wird. Ansonsten, wenn das jetzt auch mit dem Halloween-Update passiert, lasse ich mir was einfallen. Weil dann wäre ich. Dann wird auf jeden Fall irgendwie nochmal ein anderes Let's Play angefangen oder sowas. Ein Hardcore meinetwegen oder was auch immer. Eine Adventure-Map oder eine Survival-Map.
auf dem aktuellen, entweder auf den 132, weil dann, ich will da auch was anderes erleben. Die ganzen Monster und sowas und hin und her, was uns hier alles fehlt. Dann wird da hier vielleicht erstmal eine Pause gemacht und ein anderes weitergespielt. Müssen wir mal schauen. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, das ist erstmal so der Fahrplan für die nächste Zeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und macht's gut. Bis zur nächsten Folge, wenn ihr mögt. Macht's gut. Ich sag tschüss.